Hallo und herzlich willkommen in Österreich in den Galtaler Alpen. Herzlich willkommen beim Mountain Guide und herzlich willkommen bei unserer Tour zum Spitzenstein mit dem Spitzenstein Klettersteig. Die Daten dazu seht ihr hier gerade über den Gipfel namens Golzentipp. Kurz zur Tour, während ihr den Rundflug seht. Es war für mich relativ schwierig, weil es ist schwer einzuschätzen oder einzuordnen. Der Weg bis dahin, wo der Spitzenstein-Klettersteig anfängt, ist wirklich leicht. Und im Endeffekt quert man nur einen Forstweg und Wiesenpfade. Mehr ist es anfangs nicht. Das heißt, Obertiliach mit der Golzentippbahn geht es aufwärts. Und von da aus Richtung diesen Golzentipp, also dem Gipfel. Überhaupt keine Schwierigkeit, alles kein Problem, das ist familientauglich, sogar familiengewollt, laut den Schildern, vorbei an so einem kleinen See mit Wasserspielplatz für kleine Kinder. Deswegen, auch sogar, wenn ich mich nicht irre, stand sogar auf einem Schild, Kinderwagen geeignet. Also es gibt einen Kinderwagen geeigneten Weg, den sind wir jetzt nicht gegangen. Es gibt einen Weg parallel, der ist ein bisschen schottriger, da seht ihr dann den Rest des Weges. Man kann das auch ein bisschen weiter ausbauen. Wer da jetzt rechts gegangen wäre, der wäre noch zu so einem See gekommen, hätte da rumgehen können, um dann auf demselben Weg zu landen, auf dem wir jetzt da gleich sind. Von dem Spielplatz aus ist es nicht mehr weit. Man sieht den Golzentipp schon von hier aus, das Kreuz. Das heißt, es ist alles kein Thema dafür. Hier ist dieser Spielplatz. Ich habe da gespielt. Das ist natürlich nicht auf Video, weil es peinlich ist. Aber ich gebe es offen zu, ich habe da gespielt, ich fand es auch schön und interessant. Auf jeden Fall ist da hinten das erste Kreuz, das werden wir auch gleich erreichen. Schwierigkeit ist der Wiesenpfad, also bei Nässe etwas matschig. Das reicht aber jetzt für einen normalen Menschen nicht als Tour für einen Tag aus. Die haben bis 16 Uhr geöffnet und normalerweise ist man hier halbe, dreiviertel Stunde, wenn man jetzt keine Pause macht, maximal eine Stunde, dann ist man hier auf diesem Gipfel, der höher ist als das eigentliche Ziel, wollte ich mal sagen. Und den Weiterweg sieht man hier jetzt auch schon schön, denn dieser Felsklotz da hinten, und zwar das ganz hinten, das ist das Gipfelkreuz. Also, der Spitzenstein ist aufgebaut in drei Felsknödel, wie man gerade gesehen hat. 1, 2, 3 und man muss über die ersten beiden drüber und der dritte ist der Gipfel. Da kann sie noch so blöd schauen. Das ist einfach so. Hier geht's abwärts vom Golzentipp über diesen Forstweg drüber und dann geht's wieder einen Wiesenpfad bergauf. Das sieht man hier ganz schön und dem folgt man einfach bis zum bitteren Ende. Während man diesem Wiesenpfad folgt, passiert Folgendes. Man umgeht diesen Kamm, also es ist keine Kammwanderung, sondern man bleibt immer auf einer gewissen niedrigeren Höhe als der eigentliche Kamm und umrundet das sogenannte, ist auch ein Gipfel, das sogenannte Pfanneck, das werdet ihr jetzt auch gleich als Summit-Lynx-Punkt sehen, ist jetzt eigentlich eher für die Skitourengeher hier, das ist das Pfanneck, für die Skitourengeher ist es eher ein Ziel, es gibt ohne Schnee keinen wirklichen Pfad da hoch und auch kein Gipfelkreuz. Also weitestgehend uninteressant. Unser Ziel steht da, der Spitzenstein. Zu diesem Zeitpunkt, Tatsache, übers Internet waren wir uns nicht ganz sicher, was das werden wird. Man folgt diesen Holzpfählen, rot-weiß-rot, und landet dann, wenn man weitergeht, irgendwann kurz vor dem Einstieg eines Klettersteigs. Und genau das habe ich gemeint. Wir wussten anfangs gar nicht, dass es ein Klettersteig ist. Wir haben aber sicherheitshalber, wie ihr an der Ausrüstung seht, mit Helm und so, unser Set mitgenommen. Das jetzt ist der offizielle Einstieg und das heißt, ich komme jetzt zum Klettersteig. Ich muss vorab sagen, es gibt diesmal keine Action-Cam-Aufnahmen, weil ich zu blöd war, die Halterung dafür mitzunehmen, also habe ich alles mit meiner normalen Kamera gefilmt. Macht aber nichts, dafür musste sie vorausklettern und ich habe einfach alles gefilmt. Der Klettersteig beginnt offiziell hier, nach dem Schild geht es durch diese Rinne, also durch Schotter, Achtung, der Schotter ist wirklich abschüssig und rutschig, sehr gefährlich, geht es hier nach oben. Früher war hier eine Holzleiter, jetzt wurde das ersetzt durch diese Stahlstreben und Stufen und dem Stahlseil. Der Klettersteig beginnt also offiziell hier. Das ist nicht die schwierigste Stelle, aber ich finde für einen Einstieg ganz lustig. Schwierigkeit A, relativ interessant.
Der große Schritt hier, das ist wohl das Schwierigste an der Stelle und das war's auch schon. Anschließend geht's weiter die Rinne hinauf. Ich möchte dazu sagen, wirklich rutschig und steinschlaggefährdet. Wir hatten eine Dame und einen Herrn, die sind da ohne Ausrüstung hoch und runter. Na klar, das geht, Freunde, ist logisch. Möchte ich nichts zu sagen, kann jeder machen, wie er meint. Diese Stelle, die wir hier sehen, das ist eine der zwei Schlüsselstellen. Der Einstieg in den, sagen wir mal, ins Band hinüber zum steilen Aufstieg. Also hier beginnt das offizielle Klettersteigband. Ihr seht es am Anfang bei der Beschreibung. Ich habe die Abschnitte rein. Das ist der Einstieg. Das ist wohl einer der schwierigsten Punkte. Ich würde das als A bis B bezeichnen. Danach geht es in derselben Schwierigkeit noch etwas weiter, eben weil man diesen Felsen quert. Aber der Einstieg hat es in sich und auch bis man das Grün erreicht, dürft ihr das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich filme das jetzt hier. Tatsache, bis zum bitteren Ende folge ich ihr mit der Kamera. Die ist ja, was das angeht, recht gut. Also trotz Zoom funktioniert es hier recht gut. Ihr seht es, schwierig, einfacher, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Bleibt aber dran am Seil, denn jetzt kommt nochmal etwas, eine bisschen knackigere Version des Aufstiegs, sage ich jetzt mal. Die ist aber durchaus machbar. Also geübte Gänger gehen da auch ohne Klettersteig-Set hoch, aber eine gewisse Vorbildfunktion haben wir. Wir sind natürlich mitgegangen, hauptsächlich aus dem Grund, weil wir uns vorher auch nur kurz über Google informieren konnten und nicht genau gewusst haben, was uns da eigentlich erwartet. Safety first, sage ich da immer, deswegen ist es auch egal. Man kann ja die restlichen überholen lassen. Das ist jetzt der Abschnitt, kurz nach dem, das ihr gerade gesehen habt. Da wird es steiler. Es bleibt felsiger und speckiger, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist durchaus noch in einem machbaren Bereich. Das Seil ist immer gut in Griffweite. Und es gibt jetzt keine Stelle, wo ich sagen würde, die wäre auch ohne Seil kaum machbar. Also es bleibt in einem machbaren Bereich. Und es bleibt auch in der maximalen Schwierigkeit A bis B. Also das ist so allgemein die Schwierigkeit des Klettersteigs. Es gibt nur eine Schlüsselstelle mit B. Das ist zum einen bis fast B, würde ich behaupten, der Einstieg. Das ist ungefähr 2,5 Meter. Der Einstieg ist nun mal ein bisschen knackig. Da muss man wissen, was man tut. Und auch später kommt nochmal eine Stelle bei den Felsböppeln. Oder ich möchte nicht Nippel sagen, aber jetzt habe ich es. Felsnippeln, ihr werdet es sehen. Kraxelschwierigkeit endet ab diesem Moment. Da seht ihr es auch, da ist eine Frau, die ist komplett ohne Ausrüstung da hoch. Also durchaus machbar. Ab hier ist es eher wieder ein Steig mit Drahtseilversicherung, aber durchaus steil und rutschig. Das ist alles abschüssiges Gelände. Auch die Felsen und Steine sind nicht immer alle locker. Da muss man durchaus aufpassen, wo man hintritt. Aber immer noch in einem machbaren Bereich. Hier sehen wir das obere Ende jetzt von diesem Steig. Das ist also in dem Moment alles kein Klettersteig mehr. Der ist da ausgesetzt nach dem Felsenbereich und wird dann zu einem Steig mit Wiese. Wie ihr hier sehen könnt, Drahtseilversicherungen sind vorhanden. Aber ihr seht schon, die sind so niedrig, da kann man nicht mal hinfassen oder sich einhaken. Deswegen, also wir haben sie eigentlich nicht gebraucht, das hat sie jetzt auch nur gemacht für die Kamera, dass man sieht, okay, da ist ein Seil, aber es ist relativ lose. Da oben wartet jetzt der höchste Punkt. Den haben wir einfach überstiegen und sind direkt weiter, weil wir wollen ja zum Gipfelkreuz. Also der höchste Punkt ist nicht gleich das Gipfelkreuz, denn wer das Gipfelkreuz will, muss natürlich über diese beiden Nippel. Den ersten Nippel, das war dieser Grasweg, den haben wir überschritten. So ziemlich, und jetzt geht's weiter. Das heißt, der Klettersteig geht hier immer noch weiter. Also es kommen immer wieder Stellen, wo man sich auch vielleicht einhaken sollte. Wir sind danach ohne Einhaken weiter. Es ist durchaus machbar, aber wir sind es auch etwas gewohnt, würde ich jetzt mal behaupten. Wir hatten schon einigere Stellen, auch schwierigere, ohne Drahtseil. Von dem her, für Anfänger und die jetzt sich nicht ganz sicher sind, hakt euch da am besten ein. Das Drahtseil dafür ist vorhanden. Diese Abschnitte zählen offiziell immer noch zum Klettersteig mit ausgesetzten kurzen Pfaden, die dann keine Schwierigkeit haben. Aber ihr seht es, also man muss, und deswegen ist auch die, ich rede schon wieder ein bisschen viel, gell?
Aber egal. Die Angabe der Höhenmeter ist nicht ganz einfach, weil ihr seht, es geht wirklich auf und ab immer wieder. Und das 2-3 Mal nur oben am Spitzenstein. Und den ganzen Weg muss man am Ende auch wieder zurück. Das ist eine der Schwierigkeiten. Also man hat keinen Weg drumherum, sondern dieser gesamte Klettersteig, und das muss einem klar sein, muss auch wieder abgestiegen werden. Beziehungsweise gewisse Stellen wie hier müssen auch wieder aufgestiegen werden. Also das darf nicht unterschätzt werden, würde ich jetzt mal behaupten. Habt das im Hinterkopf, was ihr da geht, muss auch wieder zurückgegangen werden. Und das meine ich in Bezug auf die Zeit, denn um 16 Uhr macht die Bahn dicht. Wer da nach oben ist, muss dann ungefähr 600 bis 700 Höhenmeter zu Fuß absteigen. Also wir hatten da keinen Bock drauf, wir sind mit der Bahn zurück, und zwar mit der allerletzten. Also eigentlich die offizielle Bahn hatten wir gar nicht mehr erreicht. Uns hat der nette letzte Mann oben, also wirklich der den Schalter bedient hat, die allerletzte Fahrt, hat er uns ausnahmsweise mitgenommen, weil ich war so lustig, ich habe einen fetten Krampf bekommen beim Rückweg. Wir haben uns sehr beeilt. Und nach diesem Wasserspielplatz habe ich in beiden Oberschenkeln einen Krampf bekommen, konnte kaum laufen. Sie ist dann voraus und hat Bescheid gesagt. Dann hat er netterweise auf uns gewartet. Also sehr freundlich von der Golzentippbahn, die Mitarbeiter. Ich war sehr, sehr dankbar. Macht nicht jeder, ist nicht selbstverständlich. Ihr seht es, es wird am Ende nochmal ein bisschen steiler und knackiger. Aber zu diesem Zeitpunkt ist der Gipfel sowas von nah. Nämlich da oben. Fast zum Anfassen nah dran. Aber auch da haben wir uns wieder eingehakt. Deswegen nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Wer Erfahrung hat, kommt da locker hoch. Wer nicht, der nicht. Die Frau, wie gesagt, die ist so weit nicht gegangen. Die ist bei dem ersten Nippel hängen geblieben und hat es dann genossen und ist wieder abgestiegen. Der war das dann doch zu viel. Wir sind natürlich weiter für euch und auch für uns. Das ist vom Prinzip der gesamte Klettersteig gewesen. Viel mehr ist es nicht. Es ist nicht der längste Klettersteig. Er hat 2-3 knackige Stellen drin, die habt ihr gesehen. Die genaueren Schwierigkeiten seht ihr in dem Infoblatt am Anfang. Und ansonsten muss ich sagen, aber die Tour selber, mein Gott, ist die Bombe, die Tour. Ihr seht den Ausblick, die Gegend, Galtaler Alpen oder auch Linzer Dolomiten genannt, so umgangssprachlich. Hammer. Also hammerharter Shit. Kann ich nur empfehlen. Sehr geil. Wir haben dann eine Unterkunft gehabt. Wer dazu genaueres wissen will, der soll uns einfach anschreiben. Die war Preis-Leistungs-Verhältnis super top. Mega gut. Ihr seht die Aussicht. Ein Traum in dieser Gegend. Und es gibt auch noch mehr Gipfel als nur den Spitzenstein und den Golzentipp. Ihr seht es, man kann auch in die andere Richtung laufen. Und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich Möglichkeiten ohne Ende, die ich euch nur ans Herz legen kann. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon. Falls ihr mal in dieser Gegend seid oder extra dafür in diese Gegend wart, ich kann es euch nur empfehlen. Macht es, tut es, geht es. Es würde mich freuen, wenn ihr darauf antwortet und uns mitteilt, wie es war. Nur mit Mountain Guide erreicht ihr auch den Gipfel gescheit, und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.